Glück auf, meine Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch hier zu, nicht Aufstieg, sondern zu Schlacht um Mittelerde 2 mit Talin, Platarino und Schree. So, jetzt bin ich mit Platarino im Team, Talin mit Schree und sie stehen ihre Channels noch. Und das war Schree und Talin. So. Dann kann es schon losgehen. Oh, Elben. Das ist doch nach Antares irgendwie die OP Kombi. Oh, ja. Na, mal schauen. Deckst du auf oder ja, soll ich? Ja, mach ich. Ich kann es machen, okay, ins Auge. Dann gehe ich auf Sammelruf. Isengard bei mir, das ist... Schree. Ja. Das werden die Krähen hier sein. Orks. Hm. Die Orkgruppe braucht ja ewig. Ne? Die sind vage, ne? Jetzt Creeps. Also recht an den Seiten. Ja, ich glaube, ja. Ja, vage. Müssen sein. Und dann müsste auch Leuchtfeuer geben. Ja, in der Mitte ist eins. Macht euch wieder an die Arbeit! Kommt schon! Seid ihr bereit? Kommt schon! Jetzt wird gekämpft! Das neue Gebäude ist fertig! Orks im Auge beobachtet uns! Seid ihr bereit? Zum Leuchtfeuer ist noch niemand. Nice. Oh doch, da kommt gerade einer. Mit Orks. Ja, gut. Ich kann dir das mal Ruf geben, dann gewinnst du. Na, ja, dann macht zwei Gift. Ich weiß ja, das Gift reißt halt schon einiges raus hier. Jo. Ja, gut, das ist echt zu stark. Sonst zieh dich zurück, vielleicht kommt er dann mit. Weil ich komme gerade mit Bogenschützen hinter dir. Ja, aber seine Einheiten sind schneller. Na, ja, bleibt sogar da. Gut, hat er Konter nicht einnehmen. Ja. Hä, wieso müssen die da... Die schießen die erste Reihe weg und müssen dann dich da ranlaufen? Hm? Na gut, dann nimm du das ein. Das machen meine Einheiten. Ja. Ihr solltet es einnehmen. Ah, gut. Oh, schnell eine zweite Kaserne. Was war der andere Isengard, gell? Hm. Ja, hat man noch nichts gesehen. Ja. Ja, wenn wir die Mitte halten können, haben wir schon mal einen Vorteil. So, Leuchtfeuer ist er. Da kommt er wieder. Ja, mit normalen Orks. Ich habe zwei Bogenschützentruppen hier mit dabei. Ich habe drei. Ich zieh die auch mal hoch. Oh, er hat Waage, hast du Speere? Nee, scheiße. Nee, hab ich nicht. Zieh ich mich mal zurück. Na, scheiße. Direkt Karadrim-Palast bauen hinten.
Ja, ich habe auch schon Speere bestellt und die brauchen wieder ewig, bis sie ankommen. Von den Elben. Ja, scheiße. Hab gleich einen Nazgul. Macht euch wieder an die Arbeit! Ihr wisst, was zu tun ist! Ja, zwei Truppen Waldreiter sogar. Ja. Worauf wartet ihr noch? Ein Nazgul kämpft für uns! Sind Sie das? Ist das der Feind? Wir müssen verhindern, dass Sie das Gebäude einnehmen! Ein Trupp wird auf jeden Fall verlieren. Ist gut. So, mein Nazgul hat jetzt diese... Auf den einen, auf den Trupp, der noch lebt. Auf der, wo nur zwei leben. Jawohl. Schön. Den einen hat er verloren. Ja, aber... die Orks... Ah, nee, die warten da noch. Okay. Ich spar jetzt auch mal auf... Heil dir. Alter, kann ich schön durchschreiten. Da sind keine Sperre dabei. Was ist denn da? Da oben. Oh, da hat er Sperre, der Isengard-Typi. Ich brauche mal ein paar Fähigkeitenpunkte, ey. Hast du da irgendwas noch in der Nähe? Ja, ich komm grad runter. Ja, weil meine Speere sind jetzt halt weg. Ich probiere seine noch zu holen. Nein. Weil da habe ich Ostlinge dabei. Und was macht denn der Scheiß? Ich hab dir eigentlich befohlen, ich hab geheilt. Abzusetzen. Jetzt. Oh, scheiße, seine Waage. Nein, ich laufe noch rein. Also ich hab... Irgendwo habe ich Ostlinge. Ja. Ich hab viel zu viel Money gerade. Nichts gebaut. Dritte Kaserne. Hoch mit euch hier, Maden! Oh, es sind ja noch alle halbwegs. Ja, lass sie mal erstmal noch. Hier, Baumeister. Na gut. Den darfst du noch mitnehmen. Die Waage nervt mich schon, ne? Aber ich habe Ostlinge jetzt dabei. Aber da reitet er natürlich genau nicht durch. Ja. Ich zieh auch nochmal hoch. Gib den neuen Ork-Bogenschützen was zu tun. Weil der Ork treibt sich da auch noch irgendwo rum. Ah ne, der geht jetzt wieder runter, okay. Was machen die Waage hier? Und wenn er wegreitet, dann Harrison halt, also. Jo. Ich baue auch schon mal ein Inting. Wir können das Katapult benutzen! Warte! Seid auf der Hut! Achso, da sind noch die Creeps. Ja, ich creep hier auch gerade. Aber jetzt kommt er da eh. Oh, oh, ja. Bei mir kommt einer auch. Ja gut, der hat keine Sperre mehr drin. Ja, der wird glaube ich sowieso... Ja, der kassiert. Ah, er hat einen Gorki, okay. Ah,
weiß es nicht. Ich hab fast gar nichts verloren. So. Oh, das Katapult hat es sogar noch geschafft. Oh, ich hol mir mein End. Ich hab CP-Limit erreicht. Wow. Wie viel ist das? 750? Ne, oder? Ich hab schon 770. Aber ins maximal eigentlich 750, oder? Ja, fast 800. Aber weil die jetzt sich gerade noch aufheilen hier. Saurons Mund hole ich mir direkt. Drei Katapulte. Schön, keine Sperre. Sehr gut. Ich muss jetzt erstmal ein paar Einheiten verlieren, damit es wieder ein End kommt. Oh, die Orks kommen rüber. Oh, kein Problem. Meine Katapulte feuern jetzt auf die... Oh, schön in den Klump rein. Der Ork kassiert. Achso, ja. Ja, der Ork kriegt jetzt auch hier in seiner Base ein bisschen aufs Maul. Okay. Ich habe leider gerade noch kein End. Deswegen kann ich seine Festung noch nicht wirklich angehen. Ja, vom Ork dürfte jetzt erstmal keine Unterstützung mehr kommen. Ich müsste hier mal nachproduzieren. Ich bin immer noch am Limit. So, die Festung krieg ich. Schön. Zack. Ich hab Talin auch gut gestützt. Na, halt ihr nicht verrecken, bitte. Danke. So, jetzt auf Gork hier. Wir werden angegriffen! Oh, mein End ist da. Auf, noch ein Schlag für Gorki. Jawohl. Und jetzt Lurz. Jawohl, Lurz ist auch hin. Jetzt alle in der Mitte sammeln. Nee, mein zweiter End kommt. So, ich brauche ja noch Belagerungswerk, mein zweiter. Also du hast die Festung bekommen? Die Festung habe ich bekommen, ja. Nice. Ich kann ja nochmal gucken. Ja, hat noch ein paar Gebäude. Ah, hat zwei Urukroben hier. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen. Die Ostringe sind hier. Sägewerk. Brauche nur noch einen halben Fähigkeitspunkt für... Was kann ich mir holen? Wurm. Das Gebäude ist fertig. Ja. Wir können nicht noch mehr Soldaten führen. Ich hab dir eine Barrikade hingesetzt. Ja, das ist deine. Ja. Was? Fokus meinen Heil dir. Ja.
So. Ja, nein. Der ist auch gleich down. Ja, Isengard kommt gerade rüber oder ist hier drüben. Na gut. Mit einer Armee. Dann komme ich zu Isengard und kill erstmal den Baumeister hier. Ja, Tallinns Festung ist gleich weg. Ja, die Einheiten sind eigentlich auch kein Problem. Kannst du eigentlich drüben alles kaputt machen. Ich habe so viele Bogenschützen. Ballern alles weg. Armee schon groß genug. Jetzt bei dir da. Oh nein! Das ist mein Scheiß. Wurm. Was? Ja, nee. Die Spinnenreiter, aber. So. Der Wurm dürfte da aber auch jetzt gut aufräumen. Ja. Ja, gut. Das war Schreckse. Reicht halt sogar noch, was ich hier stehen habe. Ja, die paar Einheiten kriegt halt die alleine weg. Da hinten baut er was. Tali? Ja, oder? Spinnen, so eine Spinnengrube. War ja immer lang. Ich hab Adler. Den Baumeister. Der Baumeister ist tot. Ja. Was sagt ihr dazu? Wir haben den Palast der Haradrim erweitert. Wir müssen. Ich guck mal, dass er da hinten nichts hat. Sind das nur noch die Ruinen, die jetzt sehen quasi als Gebäude? Wir können das Katapult. Ach so, ach, da baut er gerade noch. Okay. Ja, oh. Baumeister. In der Richtung Mitte. Ja. Da ja, meinst du das hier? Ja. Jo. Ja, schön. Eine neue Horde. So, dann ziehe ich die wieder hoch. So. Gut gespielt auf jeden Fall. Danke. Laut Anter ist auch die Combo des Todes im Mordor und Elben. Ich glaube, wenn ich früher auf Spinnenreiter gegangen wäre, hätte ich das vielleicht noch abwehren können. Oh, ja, gut. Nicht. Aber die sind natürlich auch teuer. Ja, gut. Das Feuer. Die anderen Statistiken 16 Minuten. Weil Lieblingseinheit Katapult. Gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Ciao.